Einfach nur hier zwei. Voll coole. Zwei Schmelzöfen, die aus Eisenstahl machen. Mehr ist das gar nicht. So. So, Ärmchen klaue ich mir hinten. Zing. Okay, ich brauche keine 150. Obwohl doch für Tränke. Wow, so. Ärmchen rein, Ärmchen rein. Ärmchen raus, Ärmchen raus. Strom, Strom. Okay, das war jetzt doof. So ist okay. Eventuell schnappen die jetzt ein bisschen viel Eisen weg und es kommt nicht mehr viel hier hinten an. Aber da muss ich einfach das hier unten hochschrauben. Und das wird hier eh besser, sobald wir die alle ersetzt haben durch die besseren Schmelzöfen. Durch die da. Kiste, Kiste, Kiste. So, das heißt, die können weg. Das wäre soweit schon mal okay. Nächste Angriffswelle kommt in 4 Minuten. Stahl, Stahl. Was brauchen wir für noch mehr von euch? Stahlplatten. Ja, das passt ja. Blub, blub. Ihr habt jetzt auch... Nee, ihr habt keinen größeren Speicher. Ah, das ist schade. Aber die Kohle sollte eine Weile reichen. Es gab auch schon den Vorschlag, dass ich doch die Kohlezufuhr für die Schmelzöfen automatisieren könnte. Ja, das ist richtig. Aber in der Zeit, wo ich das automatisiere und alles fein einstelle und was weiß ich, in der Zeit haben wir schon Elektroschmelzöfen. Da will ich mir nicht so wirklich die Gedanken drüber machen. Beschränk dich mal auf 2 Stacks. Schmeiß hier mal das ganze Holz rein. So. Mehr Stahl, mehr Schmelzöfen. Go. Und dann wollten wir grüne Tränke automatisieren. Grüne Tränke automatisieren heißt Ärmchen und Fließbänder. Ärmchen wären hier. Fließbänder wären hier. Das bietet sich ja schon mal ziemlich an. Auch wenn die nicht automatisiert werden, weil kein Eisen da ankommt. Das heißt, ich müsste theoretisch... Warte mal, machen wir das da weg, das da weg. Die Fabrik komplett zerstören. Ja, die komplett zerstören. Hier die Fabrik neu aufbauen. Warte. Ich müsste irgendwie hier die Fabrik hinbekommen für die Fließbänder. So zum Beispiel. Dann könnte ich nämlich die Zahnräder, die werden... Oh. Das ist nicht gut. Nimm dich weg. Tu dich dahin. Leg dich ohne Zwischenpuffer. Es artet aus. Es artet aus. So. Okay. Dann da oben so ein. Und jetzt muss ich nur noch Eisen hier hinbekommen, damit das auch noch automatisiert wird. Und dann kann ich das von hier aus rausnehmen und von da aus rausnehmen und hier dann in den grünen Trank Geschichte reinbauen, die dann auch praktischerweise gleich hier oben auf das Fließband kommt und dann da reingelegt wird. Du, grüne Tränke. Gib mir grüne Tränke. So. Ja, also Untergrundbett. Da raus. Brich die nochmal ab und baue Fließbänder. Fließbänder, 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 Fließbänder. Ich habe ganz schön viele Eisenzahnräder. Hier. Und hier. Jetzt dich darum, 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 da rein. Dich daraus, dich daraus. Dich dahin, hier eine Fabrik hin. Machen wir jetzt mit schlechter, das ist egal. So, du. Oh, du bist schon fertig. Dann baue jetzt bitte die elektronischen Schmelzöfen. Ne, wir haben noch keine roten Chips. Und ich habe schon wieder vergessen, was man braucht, um rote Chips herzustellen. Wie in jeder Staffel. Tut mir leid, so halbwegs. Aber das lässt sich nicht ändern.
war Student. Ich habe Bulimie gelernt. Was forschen wir dann, wenn wir das nicht forschen? Ich denke, die Gates, die kosten jetzt 200, aber dann kann ich wenigstens das einigermaßen gut hinbekommen, richtig? Die hier sehen toll aus. Ist was Neues. Long Basic Transport Belt to Ground. Ja, mach mal. Kostet nur 10. So, du da, du da, du da. Du stellst bitte her. Grüne Tränke. Dann hätte ich gerne eine blaue Fabrik. Mache ich 2. Und die grünen Tränke kommen von hier aus auf ein Fließband da oben hin. Ist jetzt allerdings nur eine Fabrik. Das heißt, es wird. Nimm das Zahnrad. Das heißt, es wird nicht reichen. Und ich schnappe mal ganz kurz hier die ganzen roten Tränke. Also die eine grüne Fabrik wird nicht reichen. Bei weitem nicht reichen. Aber sie, ne, stellt schon mal wenigstens zwischendurch was her, wenn ich es vergesse. Und ich vergesse ja doch ganz gerne mal was. Gleich. Trinke. Das ist also schon mal praktisch. Wir haben jetzt die Long Underground, was auch immer. Schwefel. Medical Kit, Explosives. Landminen. Nächst bessere Waffe oder Waffengattung. 100 rote Tränke. Was kommt danach? Expanding, nein. Heavy Ammo Technology. Was ist Heavy? Ah, Flammenwerfer. Und ein Raketenturm. Ja, sauber. Was kommt danach? Raketenwerfer. Und das war's. Okay. Nee, Module. Speed-Module klingt sehr toll. Bräuchte allerdings auch rote Chips. Kann ich vielleicht schon rote Chips herstellen? Oh ja, kann ich. Bräuchte nur Plastik und dafür bräuchten wir Öl. Die gesamte Ölgeschichte müsste ich also aufbauen. Crude Oil, nein. Kann ich wahrscheinlich sogar schon. Schwefelsäure. Oil Processing? Ja, das wurde alles zusammengefügt. Also ja, ich kann jetzt schon theoretisch diesen riesen Wust an Ölverarbeitung machen, was in jeder Staffel so super spannend und toll ist. Und meistens 2, 3 Folgen dauert. Das könnte ich also schon machen. Solar Energy. 7 Kilowatt. Macht die Engines, dann können wir uns mal die Autos angucken. Go. So, du, warum kriegst du keine Ärmchen? Weil die Ärmchen alle dahin kommen. Das können wir mal unterbinden, richtig? Ja, gib mir mal die ganzen Ärmchen, damit ich daraus immer grüne Tränke noch nebenbei herstellen kann. So. Hier ist alles gut. Du kriegst kein Eisen. Warum kriegst du kein Eisen? Achso, nee, wir haben nur einfach schon genug Fließbänder. Mal auf die Spender. So. Damit hätte ich schon beide Sachen, die ich diese Folge machen wollte, erfüllt. Was super ist. Das heißt, ich schnappe mir mal die da. Beschränke die mal auf 2 Stacks jeweils. So. Und werkel dann fleißig da weiter rum, dass die hier alle ersetzt werden. Sobald das da durch ist. So. Okay. Angriffswelle. Habe ich anscheinend verpasst. Schön, wie konzentriert ich bin. Du hol dir mal Mauerstücke. So, 80 Mauern. Und dann baue ich hier irgendwo einfach eine Mauer hin. Fange ich an, unser Gebiet hier abzustecken. Gleich bis zum Wasser? Ne, es ist Overkill. Und das Öl soll da auch noch drin sein. Also hier hinten irgendwo fange ich mit der Mauer an. Wo ist das Öl? Da ist das Öl. Es muss vor dem Öl langlaufen, also hier irgendwo. Das wird tierisch, tierisch viel Mauern kosten. Und nerven, weil ich einen halben Wald ausrotten muss wieder. Aber das
Schöne ist ja, dass die Mauern auch ein schönes Frühwarnsystem sind. Das heißt, jede Mauer, die ich setze, hilft. Wo mache ich den Knick? Knick mache ich irgendwo hier, wo wir aus dem tiefen Wald rauskommen. Okay. Dahinter machen wir dann ein ausgeklügeltes System an Türmen mit automatischer Munitionszufuhr. Das hatte ich in der zweiten oder dritten Staffel, glaube ich, mal getestet gehabt. Fand ich damals nicht besonders toll, vor allem weil die Lasertürme so schnell zu erforschen waren. Aber jetzt scheinen munitionsbasierende Waffen ja eine echte Alternative zu sein. Das heißt, die automatische einmal rundherum Munitionsversorganlage macht wieder Sinn. Wird aber tierisch viel Ressourcen kosten. Also einmal komplett drumherum Türme aufzubauen, dann komplett drumherum Fließbänder aufzubauen und dann noch die Munition, um die Fließbänder überhaupt durchgehend vollzuhalten. Ja. Aber es ist ein Anfang. Dass ich die Welle jetzt verpasst habe, ist irritierend. Aber es ist kein Warnungstext da, kein gar nichts. Ich hoffe, also ist alles okay. Warum arbeitet hier keiner? Weil das alles hier hinten landet. Blockier dich mal. Du wirst mal schneller gemacht. Schmeiß mal die grünen Tränke hier rein. So. Mauern sind nämlich dezent wichtiger. Ich kann aber die Steine hier klar da reintun, richtig? Jo. Rate die mal schön durch. Dann nehme ich die gleich mit. Oh, Angriff. Angriff, 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 Angriff. Panik, 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 Panik. Wo? Da. Kam von hier irgendwo. Was haben sie zerstört? Angenagt oder so? Was? Hier war noch irgendwas. Also es kam eine Zerstörnachricht. Türme sind okay. Das Ding ist angeschlagen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass irgendwo irgendwas wirklich vernichtet worden wäre. Nö. Ja gut, das war eine schöne Welle. Engines sind erforscht. Erforscht bitte Logistik 2, damit wir zum Auto kommen können. Wie viele Mauerstücke habe ich jetzt? Also, und ich bräuchte... Ich backe jetzt mal hier... Nee, es sollte versteckt sein, damit es nicht außer sie vernichtet wird. Ich packe jetzt mal hier 4 Truhen hin und da schmeiße ich Zeug rein, was ich nicht so wirklich gerade immer brauche, weil mein Inventar sieht schon wieder ziemlich krank aus. So. Alte Waffen brauche ich auch nicht. Das da, 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 da. Ich bräuchte jetzt die richtige Munition und müsste die Türme versorgen mit der hier. Das ist doch eure Munition, richtig? Was? Hier. Und ihr schluckt richtig viel. Okay. Guck, guck, hier unten bitte. Das ist die Munition, die wir brauchen. Das heißt, ich stelle den jetzt wieder um auf die Turmmunition. Klau mir hier die Eisenblöcke. Zip. Das sollte dann auch reichen. Auch wenn ich hier eine Stahlkiste hin sollte, damit... Da. Damit mehr Platz ist. So, das hätten wir auch. Hier ein paar grüne Tränke nachschmeißen. Weil Logistik braucht auch grün, ne? Ja. Und dich wollte ich noch blau machen. Wie sieht's mit Ressourcen aus? Oh, Sauerstoff. Nimm, 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 nimm. Wasser. Wasser klappt diesmal auch. Essen scheint nicht ganz so viel da zu sein. Da. Ich hab... Oh, stimmt. Organisches Essen. Also ich muss... Ich muss die Bäume hier abhacken, sonst habe ich kein Essen. Das ist eine sehr gute Motivation, Platz für die Mauer zu schaffen. Nicht zu verhungern. Also so lange, bis wir regelmäßig Gegnerleichen bekommen, um daraus dann irgendwie Pressfleisch zu machen. Was ich weder erforscht habe, noch weiß, wie es geht, noch sonst irgendwas. Aber das wäre wohl sonst der Plan. Und hier ist irgendwo der Knick. So,
So, Mauerstücke hatte ich gerade ein paar mitgenommen. Nee. Habe ich nur bauen lassen, habe ich aber nicht mitgenommen. Nächste Welle. Was heißt durch zwei? Durch zwei. Zwei größer als 68. Verstehe ich nicht. Du Steinchen. Und bau davon mehr.